So Leute, damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play in Famous. Ja, Cole sagt es hier schon, wir sind wieder in unserem Lieblingspass der Kanalisation. Wir müssen einen neuen Verteilerkasten aktivieren und ja, erhalten haben wahrscheinlich bald eine neue Fähigkeit. Schauen wir mal, was es jetzt so wird. Es kann eigentlich nur noch besser werden. Hallo, wir können schon fliegen, wir können Bomben schießen, wir können alles eigentlich. Wir sind schon so ein kleiner Superman. Naja, im letzten Part, was haben wir das Schönes gemacht? Wir waren im Gefängnis und wollten verhindern, dass die Dustman Alden befreien. Unglücklicherweise haben sie es natürlich geschafft, war ja irgendwie zu erwarten, sonst wäre das ja ein bisschen leicht gewesen mit dem Alden hier. Naja, und die sind jetzt hier richtig in einer Mordslaune, ich glaube, so kann man es am besten sagen, und werden wahrscheinlich uns bald angreifen, ja. Und wer ist dran schuld, dass dann kommen ist? Sieg. Da er seinen Posten verlassen hat. Und Moya ist natürlich wütend und Cole ist wütend, aber ich will sagen, unser Boot lassen wir jetzt erstmal hier an dem Stromkreis aus. Stromkreis wiederherstellen. Ja, Leute, wir haben eine neue Fähigkeit, und zwar das Stromschild. Eine sehr coole Fähigkeit in Famous 1, eine der allerbesten in Famous 2, leider nicht mehr so, weil man es irgendwie nicht mehr so benutzt. Sehr praktisch gegen MGs und gegen diese großen Müllgiganten. Und ihr seht, es kostet uns komplett keine Energie und wir können hier, solange wir das Schild haben, von der Seite, also wenn wir es richtig halten, können wir nicht abgeschossen werden, sagen wir es einfach so. Schon sehr praktisch. Hilft natürlich nicht gegen, wenn Leute uns hauen oder so. Aber so ist das schon echt cool, das Ding. Und halt besonders gegen MGs ist das hilfreich. Wir können auch fliegen, aber es ist ein bisschen schwer, hier die ganzen Tasten gleichzeitig gedrückt zu halten. Muss man auch sagen. So. So, gegen RPGs hilft uns das aber trotzdem nicht. Die müssen wir immer noch auf die altmodische Art und Weise besiegen. Aber gegen dieses MG hilft es halt sehr. So, komm, erstmal die hier im Wasser legen. So. Okay, und ihr habt gesehen, eigentlich kein Problem mehr, die Gegner jetzt hier alle zu machen. So, wir können es ja auch mal zeigen hier. Das schießt uns ab. Putzig, gell? Komm, schieß weiter. Lad nach, schieß weiter. Sit, kein Schaden. Aber wir machen jetzt Schaden. Bam! So macht es ein Cole McGrath, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, geht's gleich weiter. So. Oh, diese blöden Maschinen wieder, die so übelst laut sind. Das ist das Schlimmste eigentlich an denen. Ich hasse die. Die sind einfach so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Alles in diesem Spiel hat ungefähr einen ungefähr gleichen Sound. Außer diese Dinger. Die sind einfach 10-mal so laut wie alles andere. So. Da, jetzt. Oh, Cole. Ja, komm schon. Du bist doch blöd. Ne, ich bin tot. So, ich kann nicht mal nach oben klettern gerade. Ich weiß gar nicht, was das ist. Na egal, sterben halt. So, ja, ist wurscht. Der Checkpoint war eh gleich dahinter. Aber egal, das war gerade wieder mal so eine super gute Aktion von Cole. Ganz ehrlich, er hält sich da fest, klettert nicht nach oben, klettert nicht, will auch irgendwo nicht, nirgendwo hinklettern und hält sich nie vernünftig fest. Ey, das nervt manchmal halt richtig. Oh nein. Und da packt er sich jetzt fest. So, okay. Oh nee, jetzt komm schon. Ehrlich, kannst du nicht sein. Du bist doch ein schlauer Mensch, dachte ich, Cole. Ja, MG schießt weiter auf mich. Okay, jetzt kein Bock mehr. Wo ist dieses Drecks-MG? Ja klar, ich sehe es nicht, aber es kann mich abschießen. Das sind mir die liebsten Dinger, ehrlich mal. So, verdammt, kann man eh nicht abschießen. Komm, 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 komm. Ja, okay. Du hast ihn da geschafft. So, können wir den hier abschießen? Na, das habe ich mir gedacht. Also, wir können seinen Schuss abwenden, aber wir können ihn halt nicht direkt angreifen, was natürlich blöd ist. So, dann saugt man hier ein wenig. Oh, nee, 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 ich bin tot. Oh, Glück gehabt. Was für ein Glück. Aber ehrlich, das ist so nervig, dass der Cole teilweise einfach keine Lust hat, sich festzuhalten. So, ja, jetzt haben wir schon geschafft. Das will uns jetzt hier nicht mehr töten. Also Schild ist natürlich cool, aber ja, es schützt dann halt immer nur von einer Seite. Und ich glaube, das war hier zum Zeigen einfach, dass wenn man von zwei Seiten angegriffen wird, dass das Schild eigentlich einem komplett nichts bringt. Weil man halt von einer Seite immer noch komplett angegriffen werden kann. Okay, schauen wir mal. So, aber trotzdem, die Fähigkeit ist schon cool. Dagegen kann man schon nichts sagen. Und sie sieht halt schon mal so cool aus. Deswegen, oh. Ja, klar.
Was bist du denn für einer? Ich spring vor und er tut die Granate hinter mich werfen. Da ich denke, der wäre intelligent und wirft sie einfach auf mich. Aber nee. Nee. Und zu dir auch nee. Ey, diese dünnen Typen halten viel mehr aus als die dicken von den Dustmen. Ja, der fällt jetzt erstmal schön ins Wasser. Können wir noch ein bisschen schocken. Und jetzt können wir den Stromkreis wieder herstellen. Und dann geht's dem Bezirk, wo immer wir auch sind, wieder besser. Komm, Strom sei an. Einfach, dass da keine Katze hinkommt. Ich lehne mich hier gerade zurück, aber da kommt denn nie eine Katze, wo irgendjemand redet oder so. Naja, immerhin ist der Strom jetzt wieder her. Wir haben eine neue Ficke und schauen wir jetzt mal, wer sich jetzt so schönes meldet. Ach, das ist ein Satellit in der Nähe. Cole, ich bin John White. Wir müssen reden. John, wo sind Sie? Kommen Sie zum Dach des Adams-Gebäudes und zwar allein. John? Oh, what the... Hey, Moya. Sitzen Sie gerade? John hat mich angerufen. Was? Ich habe nur Rauschen gehört. Was hat er gesagt? Er will mich treffen. Ich mache mich sofort auf den Weg. Tolle Neuigkeiten, Cole. Ja, genau. Endlich ein kleines Licht am Ende des verdammten Tunnels. Bringen Sie ihn dazu herzukommen, aber drängen Sie ihn nicht. Er war so lange undercover. Vielleicht ist er etwas paranoid. Wenn er Gefahr vermutet, haut er ab. Keine Angst. Ich mache das. So, ey, das ist ja mal was. John White. Ja, die ganze Zeit ist Moya auf der Suche nach... Moya stimmt schon. Auf der Suche nach ihm und jetzt hat er sich bei uns gemeldet. Die Frage ist nur, warum? Eine gute Frage, würde ich sagen. Erstmal holen wir den Satelliten und dann würde ich sagen, geht's auf zu John. Ja, jetzt werden wir auch wirklich mal dann erfahren, hoffentlich, was er so herausgefunden hat bei seinem Undercover-Einsatz bei den Erstgeborenen. Würde mich wirklich sehr stark interessieren. Aber was mich auch gerade sehr stark interessieren würde, wo dieser blöde Satellit ist. Hä? Hallo? Da, oder? Ja, da. Passt schon. Hoffe ich jetzt mal. Komm. Kessler und Sascha haben sich heute öffentlich gestritten. Es war kein Grund ersichtlich, aber schließlich hat Sascha Kessler körperlich angegriffen. Ich bekam den Befehl, Sascha wegzubringen, was ich auch tat. Als sie ging, drehte Sascha sich nach mir um und sagte, sie würde zurückkommen. Wir würden büßen und durch ihre Hand sterben. Zugegeben, ihr Blick machte mir Angst. Werde vermutlich nun Kessler zugewiesen. John steigt also in der Nahrungskette nach oben. Okay, gut. Ich würde sagen, wir können jetzt mal wieder eine kleine Nebenmission hier machen, oder? Die hier, die scheint so schön hier. Satellitenverbindung. Meine Lieblingsaufgabe, die ich irgendwie immer verkacke hier in dem LP. Jedes Mal brauche ich da irgendwie 100 Versuche. Naja, vielleicht klappt es ja dieses Mal besser. Gut, komm, kletter hier mal hoch. Coley Boy. Böser Coley Boy. Nicht runterfallen. Ja, gut. So, entladen. Passt eh gut. Und dann wahrscheinlich in die Richtung. Okay, 8 Sekunden. Schaffen wir. Wo geht's weiter? Da. Oh, ey, das... Bist doch blöd. Gibt's doch nicht. Dann machen wir lieber hier Sweet Seed, bevor wir hier ewig lang warten müssen. Ehrlich. Manchmal stellt der Call sich aber echt blöd an. Muss ich da einfach nur festhalten und kriegt es nicht hin. Und da war eine Explosion, die ich jetzt nicht eingesammelt habe. Egal. Da ist der nächste Scheinwerfer. Hä? Well, so, da. Bumm. Da ist der nächste. Komm. Au, schön gemacht. So, die sind mal gut zueinander. Einfach mal über ein kleines Haus fliegen. So kürze ich das nicht, wenn wir hier 100 Meilen fliegen. So, machen wir die Tankstelle noch kaputt. Einfach, weil wir es können und weil es immer noch cool aussieht. Die Explosion ist mal so richtig, richtig riesig. Das mag ich. Okay. Oh, nein. 10 Sekunden. Das mache ich schon wieder. Das ist nicht so blöd. Dann. Okay. So, 13 Sekunden. Sollten wir hinkriegen. Was heißt, sollten wir? Das kriegen wir hin. Und schafft. Wartet. So. Verdammt. Ja, ich habe gedacht, das wär's. Okay. Naja, dann halt den da noch. Hä, wie viele Satelliten sind das hier? 100 Millionen? So. Das war's. Oh! Sehr cool. Mit der coolen Zeitlupe hier noch. Da, so hört sich das. Okay. 65% von Ronan haben wir jetzt wieder hier zurückerkämpft, erbeutet. Wie auch immer. Das ist doch mal gar nicht so schlecht. Okay. Dann schauen wir mal.
Wo es jetzt hier so lang geht, da vorne, welche Mission? Schau euch mal an. Wir haben den ganzen Bezirk hier zurückgekämpft und hier das äußere. Nee. Da, wo das Wasser ist, da gehen wir nicht hin. Igitt Wasser. So, da. Enthüllte Geheimnis. Das würde mich jetzt aber auch schon mal sehr interessieren, was John vorhat. Er war sehr lange, wie es Moja schon gesagt hat, bei Kessler in der Organisation. Suizid lieber. Schau, mich würde schon interessieren hier, was mit ihm passiert ist. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut für seine Psyche und alles Mögliche war. Aber das werden wir wahrscheinlich gleich herausfinden. Aber zuerst mal müssen wir hier rumcruisen. Ja, schieß auf mich, stört mich nicht. Ich hab mein Schild. Hui, Schild. Hallo, ich hab mein Schild, ihr könnt mich nicht angreifen. Schild. So. Bleib doch nicht stehen. Manchmal stellt sich der Call einfach so dumm an. So, wo sind wir jetzt? Hä? Oh, verdammt, ich laufe auch direkt durch den Feindesbezirk. Das ist vielleicht auch keine so gute Idee. Naja, so. Das ist ein guter Mensch. Hier ein guter Mensch, geheilt. Und ja. Übrigens, was ich noch, glaube ich, nie gesagt habe. Ihr seht ja oben links unser Karma-Balken. Oh, verdammt. Oh, sorry. Jetzt habe ich hier die PS-Taste gerückt. Ja. Aber erstmal muss man Fernsehen schauen. Oh. Achso, doch kein Fernseher. Achso, wir haben die Wahl, jemanden zu retten. Ja, wir retten den natürlich. Weil wir nett sind. Ich habe gedacht, wir können da Fernseher schauen. Ja. Komm. Doch mal auf, um mich zu schießen. Ich schieß doch auch nicht auf euch. Ja, Suizid, lieber, hau ab. So. Kann ich auch machen. Naja, zumindest was ich sagen wollte. Ihr seht ja oben links unseren Karma-Balken. Wir sehen ja, dass er voll ist. Und ihr, wenn ihr die Parts gut gesehen habt, habt ihr ja immer gesehen, dass oben links... Ach, jetzt greifen die Menschen die an. Super, jetzt stehen sie mir aber im Weg. Dass der immer so hellblau war. Also hellblau und voll, ja. Und jetzt seht ihr, dass der weiß ist und fast voll. Und wenn der Zeiger jetzt hier nochmal auf den ganz vollen Status kommt, dann können wir eine Entladung machen. Mit dieser Entladung sind wir für kurze Zeit, ja, ich würde sagen, unbesiegbar, kann man wirklich sagen. Und das ist natürlich nicht schlecht, aber es dauert halt eine Weile, das zusammen zu bekommen. Ich meine, wir sind jetzt schon Held, ich würde sagen, schon so mindestens seit 3-4 Stunden. Und trotzdem haben wir es immer noch nicht zusammenbekommen. Sollte man sich sparen, weil man, also ich habe es bis jetzt nur ein oder zwei Mal gemacht und meistens vergesse ich das einzusetzen. Aber ihr könnt es ja dann gleich mal sehen. Okay, schauen wir mal, da sind wieder ein schöner Plakat von uns und hier ist die Mission. John, sind Sie hier? John Wright! Wir holen Sie hier raus. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ein Helikopter? Sie sollten doch allein kommen. Die gehören nicht zu mir. Keine Ahnung, wer die sind. Scheiße! John, laufen Sie nicht weg. Wir wollen Ihnen helfen. Was sollte der Helikopter? John ist abgehauen. Den habe ich nicht geschickt. Wenn's die Erstgeborenen waren, müssen Sie John vor Ihnen finden. Folgen Sie dem Heli und verlieren Sie ihn nicht. Tja, wäre auch zu leicht irgendwie gewesen. Okay, schnell dem Helikopter folgen. Noch eine Sache. John scheint sein Signal zu verschlüsseln. Ich empfange nur Rauschen. Ich vertraue Ihnen, Cole. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Was bleibt mir denn für eine Wahl? Ja, er sagt es richtig. Entweder das oder unsere einzige Hoffnung, hier rauszukommen, stirbt. So, komm. Schneller. Ah, okay. Verdammt, ey, der ist super schnell. So, okay, keine Explosions für mal einsammeln. So. Aber hier merkt man mal wieder, dass das Spiel echt teilweise gut designt ist und dass es teilweise unglaublich nachladende Texturen gibt. Aber hier wirklich perfekt kann man hier immer Induktionsgleiten. Natürlich nur, wenn man es hinkriegt, so wie ich es gerade nicht hinbekommen habe. Aber schön, wenn man solche Momente hat, wo man wirklich hier merkt, dass man wirklich durch die Stadt cruisen kann. Finde ich sehr schön. Naja. So, jetzt erstmal, komm, da ist er. Yeah. So, dem Helikopter folgen und John. Ey, sehen die John oder so? Weil, also, vielleicht bilde ich mir das ein, aber die haben ihn nicht gesehen, oder? Oder habt ihr ihn gesehen? Ich glaube nicht, oder ich bin einfach nur blind. Das kann natürlich auch sein. Das ist immer eine Möglichkeit, die ich nie hier außer Acht lassen will. So. Aber von wem ist auch der Helikopter? Das ist auch eine gute Frage. Also, wahrscheinlich die Erstgeborenen, aber wurde er vielleicht doch von Moja geschickt und sie will es einfach uns noch nicht sagen, oder? Gute Frage. Es wäre natürlich eine Option, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was sie davon hätte. Naja, Vermutungen kann man ja immer machen. So, wo ist der Heli? Ich sehe ihn gar nicht. Einfach immer diesem kleinen blauen Punkt folgen.
Einfach immer dem blauen Punkt folgen. Super, runtergefallen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Weil ich Cole, komm. Ja. So. Immer dem Helikopter folgen. Wir können ihm auch hinterherlaufen, ja. Aber dann ist es noch schwerer, dem hier zu folgen. Er ist auch voll schnell. Warum haben wir keinen Helikopter? Ganz ehrlich. Wir müssen jetzt nicht einen haben, wo wir drin sitzen können. Okay, ich verstehe, dass es nicht geht, aber vielleicht haben wir mit dem rumfliegen können. Oh, verdammt. Jetzt hau doch ab, du. Oh, so, okay, wir haben verkackt. Keine Ahnung, wo der ist. Und ich habe auch keine Ahnung. Helikopter, Cole. Holen Sie ihn ein. Ja, ich versuche es. Sieh ihn doch noch. Oder auch nicht. Ah, nee. Gehen Sie zu John. Was? Haben die John? Haben die ihn gefangen genommen oder was? Verdammt. Lauf doch, Cole. Schneller. Okay, ich hab's wirklich verkackt. Bin ja super weit weg noch von ihm. Okay, komm. Lauf doch mal hier, Cole. Wer ist das Zölle in diesem blöden Heli da? Sind sie doch. Soll ich die töten jetzt, den Heli oder was? Hä? Ja, klar! Ich stehe da bei dem Heli und der Spiel sagt mir, ja, du bist zu langsam. Ey, ehrlich, Mann. Ehrlich, nein. Einfach nein. Ich stehe da und der Spiel sagt mir, du bist zu langsam. Ja, klar. Was ist mies ist, ist ja, aber es sagt mir das einfach, wenn ich da stehe. Es sagt mir das nicht davor, wo ich ihn verloren habe. Nein, es sagt mir das einfach genau da, wenn ich dann ankomme. Ey, was für ein blödes Spiel. Ehrlich einfach. Gibt es ja nicht. So, jetzt cruise ich, glaube ich, gerade komplett in die falsche Richtung. Sehr schlau. Sehr intelligent von mir. So. Komm. Jetzt behalte ich mal hier cool. Es geht um Johnny White. Oder Barry White oder wer auch immer. So. Da hinten ist er und da sollten sie gleich zu John kommen. Okay. Diesmal kriegen wir es hin. So. Komm. Da hier nochmal Induktionsplatten und jetzt gehen sie zu John. So. Und jetzt, wenn wir das Spiel jetzt wieder sagt, ich bin so langsam, dann muss ich mir aufregen. So. So. Was ist jetzt? Das verdammte Ding will den Helikoptertank nach mir werfen. Und selbst wenn er mich nicht trifft, kriege ich bei der Explosion was ab. Ich könnte auf den Tank schießen und dem Golem so den Arm abbrennen. Das würde mein Problem lösen. Aber die Explosion würde all die Verletzten töten. Natürlich trifft es mich. Naja, da wir weglaufen sind, haben wir immer nicht so viel Schaden bekommen und naja, immer eine gute Tag. So! Und jetzt tun wir erstmal den Golem zusammenhauen. Was glauben Sie, was ich hier mache? Schild. Ach, scheiße. Okay, John White ist also wirklich hier. Ich habe schon fast gedacht, das war hier nur eine Einbildung. Aber wie es aussieht, ist das wirklich John. Wie es aussieht, wollten wirklich die Erstgeborenen ihn töten. Oder finden oder was auch immer. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen auch gar nicht, warum die Erstgeborenen ihn überhaupt gesucht haben. Aber egal. So. Erstmal haben wir jetzt eine andere Aufgabe und zwar ein viel größeres Problem. Nämlich größer, wirklich mit größer und zwar dieser hässliche Müllgigant. So, den wir jetzt hier erstmal schön den abgezogen haben. Bam, jetzt hauen wir mal drauf. Nicht mehr drauf waren. So, super und jetzt sind die Verletzten trotzdem tot. Das hat's natürlich gebracht. Komm, schieß. In diese Golems ist die Attacke, ist dieses Schild wirklich super gut. Kann man jetzt dagegen sagen. So, Abwehr. Ich hab's gleich. So! Down, du hässlicher Conduit. So! Ja! Geschafft! Und jetzt können wir endlich mal hier mit John reden. John. Die Luft ist rein. Toll. Ich rette sein Leben und er haut ab. Ach so, wir sind böse geworden durch ihre Taten. Deswegen haben wir die Menschen gerettet. Dankeschön. Nett von dir spielen. Nett. John, melde dich gefälligst jetzt. Natürlich macht er das jetzt nicht. Ey, John. Eigentlich ist John voll böse. Ehrlich.
Wir haben 2 Minuten und 45 Sekunden, bevor Sie meine Position ermitteln. Und bis dahin will ich hier weg sein. Also seien Sie still und hören Sie zu. Ich weiß, Sie sind nicht bei der Agency. Zu undiszipliniert, zu frech. Aber ich weiß auch, dass wir dasselbe wollen. Die Strahlkugel. Und Sie helfen mir, sie zu finden. Sie wissen, wo sie ist. Eine meiner Drohnen hat sie auf Aldens Turm entdeckt. Finden Sie jemand Vertrauenswürdiges, der Ihnen hilft, sie zu bergen? 1 Minute 52 Sekunden. Was soll ich Moya erzählen? Wer ist Moya? Ihre Frau? Man verarscht sie. Ich war nie verheiratet und kenne niemanden namens Moya. 1 Minute 19 Sekunden. Sie machen Witze. Sie ist beim FBI, genau wie Sie. Beim FBI? Nie im Leben. Ich hasse diese Schweine. Sie werden mich nicht sehen, aber ich weiß, wann Sie die Strahlenkugel haben. Sobald Sie sie haben, überlegen wir, wie wir das Scheißding zerstören. Das war natürlich jetzt hier ein richtiger Kavumschlag. Moya lügt uns die ganze Zeit also an. Sie ist gar nicht mit John verheiratet. Die Frage ist nur, warum sie das getan hat. Wahrscheinlich will sie selbst die Strahlenkugel. Ja, und wieder mal wurden wir betrogen. Aber naja, John hält immerhin jetzt mit uns Kontakt. Und das ist immer etwas, und wir haben jetzt hier die 2 neue Fähigkeiten erlernt oder zumindest verbessert, und ich würde sagen, das ist immer etwas. Okay, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer MC Mafix, und dann werden wir die Strahlenkugel zurückholen. Bis dann, haut rein.